Hi und herzlich willkommen wieder. Heute geht es darum, was für Werkzeuge habe ich so 2022 am meisten benutzt. Ich mache so ein bisschen Gartenlandschaftsbau und es geht einfach darum, so was braucht man wirklich oder was benutze ich regelmäßig. Also klar, es ist immer speziell, ne? Aber so diese Grundsachen, die man eigentlich so das ganze Jahr über immer wieder in den Finger hat und benutzt. Und ja, da fange ich einfach mal mit an. Und zwar haben wir sie schon hier, unsere Stihl HS82R, also eine Heckenschere. Schönes langes Schwert drauf. Ist jetzt nichts, um damit 10 Stunden lang zu arbeiten, aber so für so Buchenhecken oder so, also die schon so ein bisschen stabilere Äste haben oder so. Oder wo auch mal an Lebensbäumen oder Thuja-Hecken mal ein ordentlicher Rückschnitt muss. Was die Stielheckenschere noch so schafft, ne, wo man jetzt noch nicht unbedingt jetzt mit der Kettensäge oder so bei muss. Ja, dafür haben wir die auf jeden Fall immer gut im Einsatz gehabt. Die ist ja noch relativ neu, aber dafür haben wir sie auf jeden Fall schon gut im Einsatz gehabt. Dann klar, jetzt auch relativ neu, das Probst-Abzieh-System wird, also ist 22 tatsächlich noch nicht so viel in Einsatz gekommen. Die eine Schiene ja, die haben wir ja schon, ne, jetzt zu Testzwecken ja gekauft, haben das Ganze für gut befunden und haben uns jetzt auch gleich die anderen beiden Größen auch noch dazu gekauft und, wie ihr seht, den Plattenheber auch gleich. Das ist jetzt aber eben halt speziell nur für Pflasterarbeiten gedacht. Wir gehen mal raus, weil die anderen Werkzeuge habe ich eigentlich draußen. Wir können mal eben nach hinten gehen, weil da kann ich euch das zeigen. Was haben wir denn noch oft und gerne benutzt? Anhänger ist auch noch gar nicht so alt, aber tatsächlich nutzen wir den gar nicht so oft. Wir benutzen den auch, aber jetzt nicht, dass ich ihn unbedingt jetzt mit in meine Liste nehmen würde. Hier, diese zwillingsbereifte bzw. doppelt bereifte Schubkarre. Ich glaube so 160, 170 Liter Fassungsvermögen oder 180 oder sowas. Richtig geil, ne? Also die haben wir auf jeden Fall immer gut im Einsatz. Die nehme ich immer sehr gerne. Lieber als diese mit diesem einzigen Rad vorne, also eine ganz normale Schubkarre. So für Rindenmulch oder auch mal so Erde oder Sand oder wenn wir mal so Hecken geschnitten haben und das noch ganz viel so Kleinzeug und so einfach eben zusammengekehrt und rein in eine Schubkarre, ne? Also die ist auf jeden Fall immer gerne am Start. Was ich persönlich bei mir immer irgendwie mit am Start ist, bleibt gar nicht aus, der große Anhänger, ne? Der große Kipper-Anhänger mit Gitteraufsatz, im Gartenlandschaftsbau gar nicht mehr wegzudenken. Ne? Also alles per Hand abladen oder sowas ist total unrealistisch. Man will ja Geld verdienen und nicht irgendwie sich dann noch eine halbe Stunde hinstellen und per Hand den Anhänger abladen oder sowas. Ne? Meine Tür ist nicht richtig zu. So. Wir gehen mal hier hinten rein. So, was bei uns fast auch immer im Einsatz ist, bei jeder Baustelle. Hier der große Stiel-Laubpuster. BR800 heißt er, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ist bei jeder Baustelle im Einsatz. Und wenn der nicht im Einsatz ist, dann ist unser Akku-Makita-Laubpuster im Einsatz. Also nicht wundern, warum es jetzt hier gerade so unordentlich ist. Ich will jetzt hier gleich mal eben alles rausräumen und einmal Ordnung schaffen und dann das Nötigste noch rein, weil der Wagen, da kommen wir auch noch gleich zu, das ist auch das, was dann jeden Tag eigentlich im Einsatz ist. Bin ich jetzt habe ich kleinen Hänger. Also Laubpuster, also ist immer, ne? Nach jeder Baustelle benutzen wir entweder den großen oder den kleinen Laubpuster, ne? Um sauber zu machen. Und dann, wenn wir alles so halbwegs zusammengepustet haben, ne, ist diese Schaufel, das ist so eine breite Alu-Schaufel,
arbeite ich so gerne mit. Auch so, wenn ich jetzt Rindenmulch oder sowas in eine Schubkarre schaufel oder sowas. Das geht so schnell mit dieser großen, breiten Schaufel. Einfach genial, ne? Dann ganz wichtiges Werkzeug. Unsere Makita Akku-Heckenschere mit so einem langen Schwert vorne drauf. Ist nur eine 18 Volt. Ich habe die auch als 36 in der Werkstatt noch. Aber ich muss sagen, die 18 Volt Variante gefällt mir echt besser. Die ist sauscharf. Und die kneift ordentlich was durch. Also Hut ab, ne? Muss ich schon echt sagen. Dann, was eigentlich immer im Einsatz ist, ist so ein richtig schöner, breiter Rechen. Ne? Kostet nicht viel, weiß nicht, 15 Euro, 13 Euro, 18 Euro oder so. Aber besser als hier diese ganz normalen hier. Ne? Ich habe hier noch so von Gandena ein. Kein Vergleich. Ne? Hiermit ruckzuck alles richtig gut zusammengehakt. Und ihr seid ja doppelt so schnell mal eben damit. Ne? Ja, so viel dazu. So, was ist eigentlich sonst immer noch bei uns so im Einsatz? Oder das Jahr über, ne? Also nicht bei jedem Auftrag, aber hier unsere kleine 18 Volt Makita Top-Händelsäge. Nichts, um jetzt den dicken Baum zu fällen, aber für diese ganzen Äste so, ne? Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr das selber macht, so einen Beruf oder selber einen Garten habt. Irgendwo ragt immer so ein komischer Ast raus, der irgendwie nicht ins Bild passt. Und dafür ist die super, ne? Da haben wir schon so viel mit weggesägt. Also da habe ich auch schon tatsächlich kleine Bäume mit weggemacht. Ist natürlich nicht jetzt ja dafür gemacht, aber gerade auch so im Baum so ein bisschen was zum Ausasten, Totholz raus und sowas, ne? Super Ding, ne? Oder mal eben eine Dachlatte durchgesägt. Also die ist bei uns, sieht man vielleicht auch, die ist schon ordentlich eingesaut. Aber immer irgendwie im Einsatz. Dann gar keine Frage, hier so unsere Baumsägen oder sowas, ne? Ja, hier habe ich jetzt meine alte noch, die Felco. Ich weiß jetzt gar nicht genau, das ist die 6. Nee, wartet mal eben. Muss ich mal eben rausziehen. So. Doch, das ist die 6-11er. Die hat ein gerades Sägeblatt drauf. Ich habe auch noch, die liegt hier auch irgendwo drinne, mit dem gebogenen. Ne? Also ich habe beide Varianten. Ist eigentlich auch immer irgendwie mit dabei, das ganze Jahr über begleitet uns. Dann unsere Stangensägen von Silky. Einmal die 3,80 Meter oder was sie ist und die 6,30 Meter Stangensäge. Die ist allerdings jetzt neu, die 6,30 Meter. Oh, ich muss hier dringend aufräumen. Ups, dringend aufräumen gleich. So, das liegt alles kreuz und quer. Dann der Protus Forsthelm mit dem Feinvisier. Kann ich nur empfehlen. Der kostet einen Euro mehr, aber der ist sowas von geil. Also könnt ihr mit so einem, ja, mit diesem ganz normalen Helm, den habe ich hier auch, ne, wo man diese Kopfhörer und so dann hier oben auf den Helm klappt und sowas, den ganz normalen Forsthelm, könnt ihr nicht vergleichen, ne? Also der Protus ist meiner Meinung nach echt schon geil, ne? Der hat hinten diesen Schnappverschluss, ne? Der sitzt fest. Ihr könnt diese Ohrenmuscheln in den Helm reinschieben und habt die Dinger nicht oben drauf sitzen oder so, wo ihr immer an irgendwelchen Ästen oder irgendwelchen, keine Ahnung, Carport-Türen oder irgendwo was da dran hängen bleibt oder so, irgendwelchen Gartentüren. Das ist schon echt super. Also der ist auch immer im Einsatz. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich hier, könnt ihr das sehen? Den Kanister von Stihl mit dem Schnellbetanker. Ich habe ja vorher von Husqvarna den Kanister gehabt, den Kombi-Kanister mit den Schnellverschlüssen, aber ich muss sagen, oder mit dem Schnellbetankern, muss aber echt sagen, nach 3 Kanistern und 2 neuen Sätzen Schnellbetanker innerhalb von 2 Jahren habe ich dann gesagt, nee, tut mir leid, ich finde den Kanister mega, also der ist geil, aber
diese Schnellbetanker, die taugen nichts. Also in meinen Augen taugen die nichts. Gut, klar, wir haben das oft im Einsatz, das Zeug. Dann nutzt das natürlich mal schneller ab. Aber es ist ja für, ich sag mal, für Forstleute oder Baumpfleger oder whatever, die mit Kettensägen unterwegs sind, gemacht. Ne? Das heißt, das muss doch robust sein. Also das ist ja eigentlich schon fast für den gewerblichen Bereich gemacht. Das ist ja nichts, was sich jetzt der Otto Normalverbraucher in seine Werkstatt stellt. Ne? Der kann seinen kleinen Ölbehälter nehmen, mal eben seine Kettensäge nachfüllen und fertig. Dafür braucht er jetzt nicht unbedingt einen Kombikanister. Ne? Da muss ich sagen, ist die Stiel-Variante besser mit dem Schnellbetanker. Ne? Punkt geht an Stiel. Das Ding hält ewig. Ne? Ich habe leider mein damals weggegeben an meinen Kollegen. Da steht das Ding auf der Pritsche rum, der Kanister mit diesem Schnellbetanker. Und da fliegt mal ein Spaten drauf, mal eine Schubkarre drauf. Da ist Sand drauf, da ist Split drauf, da ist Grünschnitt drauf, da ist Gehäckseltes drauf, da ist Erde drauf. Und das Ding funktioniert einfach, ne? Da steht die ganze Zeit, ob Sommer, Winter, Herbst oder Frühling, auf dieser Pritsche im Freien, ob Frost oder weiß ich nicht, 40 Grad, das Ding funktioniert. Und das war für mich der Grund, jetzt zu sagen, so, komm, Husqvarna, ihr habt eure Chance gehabt. Geiler Kanister, scheiß Tankverschlüsse oder scheiß Schnellbetanker, die haken halt irgendwann, ne? Das hat auch nicht viel mit Pflege zu tun. Ihr stoßt da mal irgendwo gegen, es kommt eine kleine Delle rein und schon funktioniert er irgendwie nicht mehr. Und ja, ich kann das einfach sagen, weil ich davon insgesamt jetzt 5 Stück gehabt habe. Und der letzte ist mir tatsächlich nach 2 Monaten schon kaputt gegangen. Und das nervt, wenn der nicht selber abschaltet. Und das Gemisch da die ganze Zeit weiter rausläuft und alles vollkleckert. Also das ist für mich nicht mehr das Geld wert gewesen, da jetzt noch einen 6. von zu kaufen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich euch aber auch schon tatsächlich so die, ja, wie soll man es sagen, so die meisten Sachen gezeigt, die wir so regelmäßig im Gebrauch haben. Klar, so ein Akkuschrauber, den haben wir auch immer irgendwie im Gebrauch. Aber das sind so jetzt so die speziellen Sachen, würde ich sagen, die tatsächlich bei uns so regelmäßig, also ohne die ich gar nicht arbeiten könnte, sagen wir es mal so. Also das sind wirklich, ich will mal eben hier meine Müllsäcke mitnehmen. Die wurden nämlich heute nicht abgeholt, beziehungsweise ich war ein bisschen zu spät. Also muss ich sie mal eben wieder zurückstellen. Ja, also das sind so Sachen, ohne die, ja, könnte ich einfach nicht vernünftig arbeiten, ne? Also das sind schon wichtige Werkzeuge und Gegenstände. Und natürlich, ohne wen würde es fast gar nicht gehen? Ohne den Sprinter, ne? Also ohne ein vernünftiges Fahrzeug macht die ganze Sache keinen Sinn, ne? Also das ist schon, theoretisch könnt ihr natürlich auch mit einem Smart arbeiten. Gar keine Frage. Geht auch. Ihr könnt halt nur nicht unbedingt die ganz großen Aufträge damit machen, ne? Theoretisch kann der Smart, kann man sich eine Anhängerkupplung für den Smart anbauen. Die kostet, glaube ich, habe ich gesehen, 80, 90 Euro. Also die kostet oder hat mal irgendwie gar nicht viel Geld gekostet. Und könntet theoretisch dann, vielleicht könnt ihr es erkennen, ich habe den jetzt mal hochkant dahingestellt. Das ist so ein kleiner, ich glaube, 400 Kilo Anhänger hinter den Smart hängen. Ne? Das darf der ziehen. Oder ich glaube 350 Kilo oder so darf der ziehen. Und da kann man auch schon mit arbeiten. Nicht? Halt eben dann die kleineren Aufträge. Oder ihr müsst eben halt aufwendiger arbeiten. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Sondern es geht ja so um die wichtigsten Sachen, die ich so beim das Jahr 22 so immer wieder im Einsatz gehabt habe. Klar haben wir noch ganz, ganz viele andere Werkzeuge auch im Einsatz.
Aber das sind jetzt mal so, sag ich mal, so die wichtigsten gewesen, ne? Die wir so immer im Gebrauch haben. Ja, ich hoffe, ja, ihr konntet euch daraus vielleicht so den einen oder anderen Tipp abholen, so was vielleicht für euch wichtig wäre. Also das sind so für mich die wichtigen Sachen gewesen. Was man natürlich auch erst merkt, nicht? Also man kauft sich natürlich, oh scheiße, blödes Licht. Man kauft sich natürlich bestimmt immer viel irgendwelche Sachen, probiert was aus, testet was aus, merkt dann, ah, ist doch irgendwie nicht so gut oder ja, das Handling ist irgendwie nicht so gut, ne? Dann liegt es wieder irgendwo rum in der Ecke oder man benutzt es so als Reservewerkzeug oder so. Habe ich auch so einige Sachen von, ne? Aber so das meiste, ja, kann ich sagen, benutzen wir schon, ne? Das eine eben halt mehr oder weniger oder mehr und das andere weniger, ne? Aber auch solche Werkzeuge braucht man dann eben halt auch, ne? Wie ihr seht, ich habe da oben nochmal einen 18 Volt Makita Low Booster und nochmal den BG86, genau, von Stihl, den Laubpuster. Die sind auch toll, ne? Gar keine Frage, die sind auch gut. Es kommt immer auf den Einsatz drauf an, ne? Ach, scheiß LED-Licht hier, das nervt immer so, ne? Ich brauche dringend hier in der Werkstatt oder so, gerade wo ich oft drehe, irgendwie anderes Licht, ne? Ja, also es kommt immer auf die Arbeit drauf an, ne? Es gibt jetzt nicht so das eine perfekte Werkzeug, womit man alles machen kann. Aber so, ihr habt jetzt gesehen, so wo ich jetzt sage, das sind so die Werkzeuge, die für mich schon sehr wichtig sind, die wir oft im Gebrauch haben, immer wieder zum Einsatz kommen. Und ja, kann ich euch so jetzt erstmal nur empfehlen. Also das ist das, womit wir am meisten arbeiten oder wo ich sagen würde, das sind so Sachen, da könnt ihr was mit anfangen, ne? So, damit ihr auch wisst, worum es überhaupt geht, ne? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Geht also so ein bisschen um Gartenlandschaftsbau und um dieses Ganze drumherum. Ich lasse jetzt mal so den Multilader. Ich habe noch einen Multilader. Den werdet ihr am Wochenende sehen. Da werde ich noch ein Video zu machen. Und was wollte ich jetzt noch euch sagen? Ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt, so, ne, so, Mensch, ich, keine Ahnung, will auch irgendwie so nebenbei oder vollberuflich auch irgendwie so Gartenbereich was machen oder so. Was brauche ich? Was ist so meine Grundausstattung, die ich brauche? Vielleicht werde ich dann noch mal so ein Video zu machen. So, keine Ahnung, die Top 10 Werkzeuge, die ihr braucht, um euch selber selbstständig oder um Gartenarbeiten zu machen, ne? Da ist es natürlich auch immer die Frage, worauf will man sich spezialisieren? Ich habe jetzt auch sowas wie Rasenmäher. Also diese ganzen Großmaschinen habe ich jetzt mal so ein bisschen weggelassen. Ja, Großmaschinen ist übertrieben, aber solche Sachen, ne, sowas wie Gartenfräse und sowas, das lasse ich jetzt mal alles außen vor. dass ich da vielleicht mal so alles auf einen Haufen lege und sage, das ist so eine Grundausstattung. Die solltet ihr schon haben, wenn ihr irgendwie so Gartenpflege machen wollt oder sowas. Ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, ne, der so am Überlegen ist und sich vielleicht sagt, Mensch, ich will auch irgendwie Gartenpflege nebenbei machen, aber gar nicht genau weiß, was brauche ich eigentlich, ne? Oder was brauche ich alles dafür, ne? Brauche ich da ganz viel für? Was kostet das nachher? Ne, was muss ich eigentlich ausgeben, ne? Was kostet mich sowas, so eine Grundausstattung zu haben, mit der ich erstmal so ein bisschen loslegen kann und Geld verdienen kann, ne?
Da kann ich euch natürlich erstmal nur die Geräte zeigen, die ich habe. Das sind im Moment leider alles nur Markengeräte, die natürlich dementsprechend Geld kosten. Ich werde euch dann aber immer so einen Beispielpreis sagen, was sowas in No Name gebraucht kostet oder so, so circa Preise, ne? Wo man sowas vielleicht kriegen kann, um vielleicht für Summe X eine gewisse Grundausstattung zu haben, mit der man loslegen kann. Ne? Das wäre, ich glaube, ganz interessant mal. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich da mal so ein Video drüber machen. Also, das war's erstmal. Und am Wochenende Multilader. Da stelle ich euch den Multilader mal richtig vor.